Ja, wunderschönen guten Tag miteinander. Ich wollte noch einmal schnell da die aktuellen Verkaufszahlen von 2022 erzählen oder zeigen. Für die, die es noch nicht gesehen haben. Tesla ist ja da auf Platz Nummer 1 mit dem Model Y. Also das sind die Verkaufszahlen in der Schweiz von 2022, also bis 31.12.2022, also über das ganze Jahr gerechnet. Und da ist mit fast 5'000 verkauften Autos Tesla Model Y auf Platz 1, ja, 4.928 haben die verkauft. Und Platz 2 ist Volkswagen Tiguan mit 4.245. Das interessiert uns ja eigentlich nicht, aber einfach so zum Vergleich. Und dann auf Platz 3 ist Skoda Octavia, Platz 4 Audi Q3 und dann auf Platz 5, ja, man staune, schon wieder Tesla. Tesla Model 3 mit über 3500, also 3525 Tesla Model 3 haben sie verkauft, also Platz 5. Und dann haben sie noch gegen Ende, also eben, die sind ja erst jetzt kurz vor Jahresende, sind die noch eingetroffen. Model S und X Plaid. Und von denen sind auch noch ein paar eingelöst worden. Also ich nehme es jetzt mal an, dass alles Plaid sind, ich bin nicht sicher. Long Range sind glaube ich noch keine gekommen. Oder mal die ersten sind glaube ich sogar jetzt auch gekommen, stimmt. Das heisst, es könnte auch Long Range sein, aber ich weiss nicht, ob es noch alte Teslas auch dabei haben. Ob die vielleicht irgendwelche Lagerfahrzeuge noch haben, die es dann wieder einlösen, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind es noch knapp 200, nicht ganz 200 Model S und nicht ganz 100 Model X, die es verkauft haben. Es sind also gesamthaft über 8700, glaube ich. Über 8700 Fahrzeuge, die sie verkauft haben, Tesla. Im Vergleich VW mit allen ihren Modellen, die sie haben, ich glaube etwa 25 oder 30 verschiedene Modelle haben die VW. Die haben über 25'000 verkauft oder sogar 27'000, ich bin mir ganz sicher. Aber nur so, um dass sie mal einen Vergleich haben. Und trotzdem ist Tesla-Aktie abgesackt. Keine Ahnung warum. Fast überall in den europäischen Ländern das meistverkaufte Auto Tesla. Also auch Deutschland, Norwegen, weiss der Gucker wo noch überall. Und trotzdem Aktien fast den Tiefpunkt erreicht. Seit Jahren, ja. Aber ja, jetzt kommen ja auch ganz viele neue Autos, haben sie wieder Zeug angekündigt und so. Ich finde das immer so geil, wenn sie so Zeug angekündigt. Und nachher kopieren sie eigentlich Tesla. Also das eine ist ja ein Sony-Auto. Afela oder so irgendwie heisst der. Afila oder Afela, keine Ahnung wie man das ausspricht, was das genau sollte heissen. Das ist ja das Sony-Honda-Kooperationsauto, wo dann irgendwann 2025 oder so mal rauskommen. Also eben Ankündigung. Von der Leistungsangabe nicht wirklich beeindruckend. Und ja, der Innenraum sollte eigentlich dann vollpackt sein mit Entertainment, alles mögliche, Multimedia-Zeug. Und für jeden Insassen hat es dann einen eigenen Bildschirm und Mediacenter und Virtual Reality. Keine Ahnung, was die da alles noch reinpacken in das Auto. Aber eben, alles nur Ankündigungen. Beschleunigung auch nur bei 5 Sekunden. Und ja, alles nicht so wirklich beeindruckend gewesen. Bin ich dann mal gespannt, was da in 3 Jahren ist. Und eben, ein lustiges Yoke-Lenkrad haben auch alle drin jetzt so, wenn es ankündigt. Und was haben sie noch? Ah ja, VW hat ja noch den ID7. Zuerst haben sie dem glaube ich ID6 sagen, aber irgendwie haben sie glaube in China schon Audi 6 angekündigt. Das ist aber ein SUV.
Und jetzt haben sie, glaube ich, dem ID7 gesagt. Und ich weiss auch nicht, was bei diesen Autos neu ist, aus dem Blech, das sie anders geformt haben. Wobei jetzt der Innenraum, den sie gezeigt haben, der sieht ein bisschen aus wie Tesla nachgemacht. Lenkrad, Bildschirm, dann das Lüftungssystem haben sie auch irgendwie ein bisschen abgekupfert, wobei es überhaupt nicht so schön aussieht. Alles sieht nicht so schön aus, aber sieht nachgemacht aus. Bin ich dann mal gespannt, ob das wirklich so kommt. Ob sie dort vielleicht dann auch noch ein Yoke-Lenkrad einbauen. Man weiß es nicht. Sind wir auf jeden Fall gespannt. Autos sind ja noch ganz viel angekündigt. Aber was ich wirklich geil finde, was sie angekündigt haben, was man jetzt schon sieht auf der Webseite, ist der neue Hyundai Kona. Der sieht mega schick aus, muss ich sagen. Wenn der noch gute Leistungsangaben hat und einen vernünftigen Preis, dann wird das wieder ein super Auto. Weiß nicht, habt ihr das schon gesehen? Da unten kann man, das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe ja letzte gezeigt, was man machen muss, wenn da die Anzeige da unten verschwindet. So wie jetzt, jetzt ist sie weg. Da kann man ja da auf das Icon drücken, auf das, keine Ahnung, das sieht aus wie so ein Notensymbol. Es ist gerade ein Notensymbol, ne? Ja. Yeah. Das Notensymbol klicken und dann kommt das da wieder führen. Und man kann das ja, das habe ich auch gar nicht gewusst, man kann das ja auch gross machen. Da kann man dann noch Quellen wählen. Verschiedene Quellen und kann auch da in die Einstellungen, Klangeinstellungen und so weiter. Oder Medien suchen. Da geht dann auch das andere Fenster drauf. Und was ich auch noch witzig finde, oder auch nicht gewusst habe, da bei den Trips und so, da kann man einstellen, was man da für Trips will sehen. Und zwar, wenn ich da drauf drücke, dann geht das Menü auf und dann hat es eigentlich bei jedem Abschnitt da, hat es vorne so eine Checkbox und dort steht im Trips Fenster anzeigen. Und ich habe jetzt das mal umgestellt. Ich habe jetzt mal da nur aktueller Trip und total ausgewählt und Kilometerzähler. Bräuchte ich zwar eigentlich auch nicht. Also man kann nur zwei auswählen und man kann auch Maximum 4. Genau, Maximum 4 kann man. Das finde ich eigentlich noch eine coole Sache, muss ich sagen. Habe ich auch zuerst nicht gewusst. Und beim Reifendruck kann man einfach drücken, dann kommt man zum Reifendruck. Das ist eigentlich sonst nichts Neues. Irgendetwas wollte ich noch erzählen, aber ich weiss jetzt gar nicht mehr was. Autopilot, Lenkassistent eingeschränkt, keine Ahnung warum, aber ist halt ein bisschen eingeschränkt. Ja, ich würde sagen, das wäre es gewesen. Verkaufszahlen wollte ich euch vor allem sagen und noch da die lustigen neuen Autos, die sie angekündigt haben. Und das andere fällt mir gerade nicht mehr ein, aber ich glaube, wir sehen uns bald wieder zu einem nächsten Video. Und dann ja, wünsche ich allen noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es gibt bald wieder mal ein Ausfährtchen. Wäre cool, mal ein paar zusammen wieder ein Ausfährtchen machen. Vermisse ich auf jeden Fall. Peace. Schönes Tagli. Bye bye. Macht's gut.